Weiter geht's mit Revival Recolonization, Folge 4, Runde 24. Und aktueller Stand. Wir haben unsere Stadt und tja, wir haben uns hier nicht ausbreiten können, hier auch nicht. Bei ihm wird's schwer. Hier unten ist auch doof, da sind wir gerade im Krieg. Hier sind wir noch gar nicht dabei. Tja, mal gucken, was noch kommt. Wir bauen hier gerade ein Totempfahl. Mal gucken, was der kann. Und mit ihm werden wir jetzt in der nächsten Runde hier hoffentlich eine Kapsel der Stufe 2 platzieren. Wir werden's sehen. Ich bin gespannt. Und danke, Manuel, Bartz Manuel, fürs Folgen. Schönen guten Abend. So, a district was built. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das bedeutet, wir haben mehr Nahrung. Wunderbar. Das ist schön. Aber wir haben immer noch nicht genügend. Wo ist es? Da. Burst number 2. Oh, jawoll, ja. Das heißt, wir können das Ding da hinstellen. Und? Was? Nur der Bereich wird zu Schnee gemacht? Das ist ja uncool. Ah, weil wir nicht genügend haben. Nein, das ist ja doof. Also die. Auf jeden Fall. Also den auf jeden Fall. Das können wir auch noch mitnehmen. Ja. Die nehmen wir. Ja, doof. Tja, Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So viel Energie haben wir gar nicht. Wir müssten echt mehr Energie produzieren. Was aber bedeutet, dass wir mehr Leute brauchen. Was? Wir sollten mal gucken, dass wir wirklich die nächste Person hier reinsetzen, in die Energie. Dass wir da ein bisschen mehr produzieren. Und jetzt sollten wir erstmal weiter bauen. Einen administrativen Distrikt. Ja, den brauchen wir definitiv. Frage ist, wo bauen wir den am besten? Hier? Decent Building Spot. Tja. Was ist denn mit einem Science District hier hinten? Great Building Spot. Ja, jetzt haben wir da einen Great Building Spot. Ne? Dann machen wir hier jetzt erstmal einen Science District. In Hoffnung, dass wir uns hier ein bisschen erweitern. Dass wir da vielleicht einen administrativen. Jetzt gucken wir nochmal nach Trade. Ah, Trade haben wir eigentlich, ne? Und uns fehlt hier eventuell auch Energy. Oh, da haben wir noch gar keinen Distrikt von. Eieieiei. Wir müssen hier vor allen Dingen auch einen Worker noch ausbilden. Den machen wir mal danach, dass wir einen Port bauen können. Wo auch immer hin. Gucken wir dann mal. Hier vorne wäre gut. Das müssen wir dann mal im Detail sehen. So. Du musst dich jetzt bitte dahin bewegen. Wir müssen unbedingt wissen, was hier unten ist. Dann war Quarz. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Du bist beschäftigt. Tja. Contracts. Ich bin halt immer noch am Überlegen, bis irgendwie hinkriegen, das hier zu machen. Aber dazu brauchen wir mehr Reputation. Und die sammeln wir momentan einfach zu wenig. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. So. Also, gucken wir, was wir hier weitermachen. Ja, nächste Runde, würde ich sagen, ne? Jetzt müssen wir überlegen, ob ich... Es ist so... Also, das Spiel entwickelt sich in eine extrem vielschichtige Richtung. Die Frage ist, haben wir irgendwas vergessen? Ja. Haben wir. Ach, verdammt. Haben wir, können wir aber nicht machen. Wir müssen A, unsere Truppen hier unten in Sicherheit bringen. Was ist das?
Und dann gehen wir noch einmal zum Unit-Editor. Ach, hier unten haben wir auch noch was. Ach, du grüne Neune, da können wir auch noch was austauschen. Ich finde das sowas von genial. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, warum haben das nicht andere Spiele, dass man nur die Waffe erforscht und ich mir diese Einheiten selbst zusammenbauen kann? Wie genial ist das bitte? Ich finde das so cool, ja. Das ist super klasse, sowas. Das macht die KI natürlich nicht einfacher, aber ich finde das so cool, dass man sich hier seine Einheiten wirklich anhand der Waffe einfach selbst zusammenstellen kann. Mega. Aber wie gesagt, macht es natürlich auch nicht einfacher, die KIs dafür zu bauen. Aber gut. Das ist so cool. Aber am Ende des Tages können wir es momentan eh nicht leisten, irgendwas zu machen. Das ist der normale. Das ist der Heavy Shield, der Electro. A Savage Barbaric Use of Valuable Electronics. The Shield will electrify anyone it hits. Geil. A Map Visibility 1. Okay, das können wir uns eher alles nicht leisten. Bronzeschild. Kupfer haben wir nicht. Ah, wir haben halt nicht genug Kupfer dafür, ne? Aber was ist denn, wenn wir nur das Ding austauschen? Aber ich meine, das macht den Typen halt nicht besonders viel besser, ne? Wir müssten nicht halt noch den Quarz-Spike dazugeben. Wie viel Quarz haben wir denn? 47 nur noch. Ist halt ärgerlich, ne? Weil das braucht halt Quarz. Das wollte ich nicht. Nein. Ich wollte dahin. Ich finde diesen Unit-Editor so cool. Alleine da könnte ich Stunden mit verbringen und meine Einheiten hier zusammenschrauben. Das ist so toll. Warum denkt an so eine geilen Sachen nicht so ein Studio wie Amplitude mit Humankind oder die Civilization-Entwickler? Finde ich so mega sowas. Ist echt ein total geiles Feature. Ganz ehrlich. So. Society. Tja, wir haben keine... Achtung, Wort, doofes Wortspiel. High Society, wir haben nur eine Low Society. Tja, doof gelaufen. Die Fraktion von Rosalinde Curie hasst uns. Adam Ford. Ach, wir sind... das sind wir. Das sind Eiskultisten auf dem Level 2. Oh Gott, wir sind sogar noch Level 1, ne? Die sind schon Level 3? Du Scheibenkleister, ey. Was ist denn eigentlich mit dir? Was kostet das hier? 2,25. Ja. Alles klar. Okay. Das können wir mal machen. Bringt uns aber im Endeffekt auch nichts. Ja, puh, krass. So. Tja, haben wir alles gemacht? Ich werde nochmal auf die Clans gehen. Ist irgendwen... Die hier 14? Wo sind die? Ah, verdammt, die habe ich übersehen. Oh, das ist ärgerlich. Wir können sie vasalisieren, das machen wir. Und wir geben ihnen ein Geschenk, das geht noch nicht. Ah, verdammt. Das habe ich nicht gesehen. Okay, assimilieren können wir sie noch nicht. Wir geben ihnen ein Geschenk und hoffen, dass es da ein bisschen schneller geht. Aber Vasallen von uns sind es schon. Vasallen. Nächste Runde. Ich trinke sehr selten Alkohol. Ja. Hat aber andere Gründe. Invented Geology. Wir können jetzt... Addict Ultrasonic Boom has been unlocked.
Mega. Wir können jetzt hingehen. Und ich zeig's euch mal. Wo ist das Edikt? Da. Wir können da jetzt hingehen und versuchen, ein Rock zu destroyen. Das können wir mal mit hier... Ach, das ist das Moped hier. Ah. Ja, jetzt verstehe ich. Das gibt uns eine Energie mehr. Ja, Mensch, dann pflanzen wir doch alles voll mit diesem... Mit den Dingern. Aber wir müssen jetzt... Ja, ist die Frage. Gehen wir nochmal zurück und gucken erstmal, ob wir eventuell das Ding hier vernichten können oder gehen wir weiter? Ne, wir gehen erstmal weiter. Ich muss unbedingt wissen, was hier unten ist. Und mit ihm... Ja, der folgt uns, ne? Nein. Gehst dahin. Zu den Adepts of Rust. Und ihr geht bitte da hoch. Tja, und dann müssen wir... Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn dieser Ring hier mal voll ist. Was, ob das in einer Runde eventuell passiert. Die sich dann vergrößern. Mal gucken. So, wie sind die drauf? Minus 29. Gut, wir gehen einfach weiter. Ja, toll. Da ist das Leben auch schon wieder zu Ende. Ach Gott, wie ich es hasse. So. Science District ist eine Runde fertig. Dann kommt der Worker. Jetzt ist die Frage, brauchen wir wirklich das Geld oder eher dich dort? Ich würde eher sagen, wir brauchen eher den, ne? Wir brauchen eher die Prosperity. Ja. Wir gehen eher mal auf die Prosperity. Ich glaube, das ist momentan am wichtigsten. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Edikten? In welches Edikt kommen wir als nächstes? Ich muss sagen, ich finde ja sowas wie Earthquake ganz cool. Destroy Mountains. Ja. Das machen wir. Wir gehen mal in Richtung Earthquake und dann gucken wir mal, dass wir eventuell sogar Ultrasonic Boom Generation 2 bekommen. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ah, hier passiert nicht allzu viel. Order auf irgendwie. Sind wir bei plus 7. In 6 Runden können wir ihm ein Geschenk geben. Das ist unser Vasall. Das ist sehr gut. Es geht voran mit plus 3. Not enough resources. Aber in der nächsten Runde können wir ihm ein kleines Geschenk machen. Das ist gut. Vielleicht kommen wir dahin, dass wir ihn hier als unsere Stadt benutzen. Das wäre ganz cool. Das würde mir ganz gut gefallen. Dann müssen wir hier halt auch noch das Eis ausbreiten. Aber das kriegen wir hin. Gut. Jetzt überlegen, haben wir irgendwas vergessen? Der aktuelle Empire-Plan läuft noch für 4 Runden. Turns left before the Empire plans are set. 4. Das machen wir dann, wenn es ausläuft. Ja, gut. Die Towns sind eher so, geht. Da haben wir momentan noch nicht allzu viele von. Wir arbeiten dran. Okay. Nächste Runde. So, wie sieht es bei ihm hier oben aus? Oh. Ich hab's geahnt, ey. Wir versuchen nochmal wegzulaufen. Ernsthaft? Ernsthaft? Was ist denn das? 285? Ja, super. Jetzt ist noch was passiert, wenn das da oben ausgeht. Oh. Es ist ja unglaublich. Wir müssen unbedingt mehr Truppen bauen. Ja, dazu bräuchten wir eigentlich eine neue Stadt. Okay, da können wir nicht rein. Pass mal auf, wir ziehen uns hier zurück. Wir gucken hier unten nochmal. Und bleiben mal hier. Wir sollten jetzt hier ganz dringend mal schauen,
dass wir wirklich ein bisschen Infanterie bauen. Wie weit sind wir denn? Wir sind bei 6 Kupfer. So. Brute and Cape. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir für Truppen haben. 2. Wir haben den Hammer. Der hat 3 und 5, aber nur einen 1er Verteidigungswert. Der hat einen Damage von 4. Der gefällt mir. Den nehmen wir mal, den Warhammer. Den finde ich gut. Minus 1 für Units in Forage und Klimatik. Ah, das ist natürlich unschade. Wenn die in einer anderen Klimazone sind, gibt es ein bisschen Schaden. Aber wir nehmen davon trotzdem mal 2. Ach, verdammt. Können wir davon welche bauen? Was hat der für Werte? 5 Quarz. Der hat aber auch nur 89. Der hat 3. Ja, wir bauen davon nochmal welche. Und dann stellen wir die alle mal relativ schnell fertig. An Geld mangelt es uns Gott sei Dank nicht. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4, ne? Genau, dann haben wir unsere Armee fertig. Tja, wir sollten halt unbedingt gucken, dass wir die hier unten mal rauskriegen. Nächste Runde. Wir müssen die hier mal vernichten. Ansonsten wird das immer mehr werden hier. Okay. Okay. Echt, das geht? Das wusste ich gar nicht. Wird nach Hause teleportiert. Ja, dann ist es so. Dann können wir aber mal da hingehen. All Mines Heatwave. An Automation carrying a capsule with an Addict. Okay. Mit einer Heatwave? Die können das auch? Okay. Bin ich ein bisschen baff, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reingehen will. Mal gucken, was da passiert. Wie stark ist die Armee? 300. Ja, wir gehen aber erstmal in die Richtung. Und dann gucken wir mal, dass wir uns den hier nochmal holen. Ja, das ist krass. Der Worker wird nochmal gebaut. In 6 Runden ist die erst da? I'm free. Yes. Sehr schön. Tja. Ich hatte gesagt, wir sollten nicht so weit mit ihr weggehen. Die Drohne will ich eigentlich nicht machen. Ich würde ja gerne mal diesen Ultrasonic Boom ausprobieren. Wenn wir das da hinbauen. Da können wir es nicht machen, ne? Ah, doch, geht das. Das ginge auch? Echt? Ob das funktioniert, dass wir den hier wegmachen? Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir gehen mal mit da unten hin. Wir gehen mal darauf. Was ist das denn hier? The capsule must be destroyed. Attacking the creature may draw the attention of... All others... What?
Okay. Na, das wird ja spannend, Leute. Eieieiei, nächste Runde. Puh. Was macht der denn da? Wieso bewegt denn der sich? Das darf der nicht. Greift der jetzt etwa an? Stopp. Willst du mich veräppeln? Also das ist auf jeden Fall ein sicherer Sieg. Ich krieg die Krise. Greift der uns jetzt hier auch noch an oder was? Das ist ja unglaublich. Wir machen mal ein Quick Battle. Das war mir einfach zu sicher. Ja, okay. Da haben wir ein bisschen was bekommen. Krasse Nummer, ey. Das ist ja heftig. Okay, naja. The Frozen Tree belongs to you. Ja, so sieht's aus. Da... Exchange people for the prosperity resource. Nein, das wollen wir nicht. Okay, jetzt ist das Ding ja auch verschwunden. Eieieiei. Tja, ich würde ja gerne einmal hier oben rumgehen. Und gucken, was da ist. Aber ich traue mich das nicht mehr. Ich traue mich das nicht mehr mit ihm zu machen. Wir sollten hier wirklich einen dedizierten Scout bei Zeit mal bauen. Und den da oben hinschicken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir als nächstes erforschen. Ich würde sagen, tja, ist schwierig. Ich würde sagen, Industrialisierung, damit wir uns hier den Feinden und den Robotern erwehren können. So. Da habe ich wieder geheilt, sehr gut. Wir haben die Docks erforscht. Wir können Ports bauen. High Gravity Flux has been ebenfalls unlocked. Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache. Wo war es denn? Da. The yield of strategic resources in the affected attacks become 3 times lower. Und die können nicht mehr so schnell laufen. Das heißt, das könnte man bei Feinden sehr gut machen, weil wir im Krieg sind oder sowas. Aber wir haben ja gesagt, der Feind kann ihn auch angreifen, aber er wird nicht zerstört, sondern nur zur Hauptstadt zurückgebeamt. Also das ist natürlich eine gute Sache. Da können wir uns gut quasi anschleichen, ihn schon mal angreifen oder ihn verlangsamen, sodass wir bei einem Krieg gegen überlegenen Gegner Zeit haben, weitere Armeen aufzubauen. Das ist eine sehr schöne Sache, muss ich ja wirklich sagen. So. Also er ist im Bau. Jetzt will ich aber eigentlich einmal die Stadt haben. Na, das nicht, nein. Ich will tatsächlich auf die Stadt hier mal gehen. Was tut er? Ich würde eigentlich mal auf die Stadt drauf gehen. Genau. Das ist der Obelisk. Dich möchte ich gerne einmal raushaben. Nein. So, jetzt ist die Frage, wo können wir so einen Port hinbauen? Ich habe ja die Hoffnung, dass das hier geht. Weil das ja anscheinend auch noch zu unserem Distrikt dazugehört. Wir gucken mal. So. Das bist du, das bist du. I'm Empire Plan. Tja, jetzt ist die gute Frage, was wir machen. Wir hätten natürlich auch Fertility Teil 2. Aber ich bin tatsächlich geneigt, Industrialization zu machen. Einfach, damit wir dort genug Punkte haben. Und jetzt sind wir bei 93. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auch nochmal zu ihm gehen. Und gucken, dass wir ihm ein Geschenk machen. Dann sind wir bei plus 6. Wir warten nochmal ab. Plus 6 ist ja schon mal eine Ansage. Damit können wir schon mal leben, ne?
Der Feind deines Feindes ist dein Freund, so ungefähr. Ach, guckt euch das an. Hier gibt es auch schon neue. Also das ist echt eine Plage, ne? Die werden echt immer und immer besser. Hier vorne gibt es auch bald zwei neue Armeen. Und bin mal gespannt, ob er sich da verteidigen kann. Oder ob er dann ankommt und sagt, hey, das war doch alles gar nicht so gemeint. Aber der hat relativ starke Truppen gehabt. Deswegen glaube ich schon, dass er sich verteidigen kann. Sehen wir das hier bei der Übersicht. Wir haben keine militärische Übersicht, ne? Na gut. Es ist dann so. Okay, Forschung. Oh, Bogen. Ja, die will ich haben. Da war alles Holzbögen, hoffentlich. Ja. Aber wir müssen endlich Bogenschützen bauen können. So. Die Drohne können wir nochmal launchen. Das ist gut. Dann können wir dich hier oben nochmal rumschicken. Was ist das denn bitte? Ein Katapult? Boah. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du bleibst bitte da. Mit dir will ich eigentlich nicht allzu viel machen. So machen könnten wäre uns da unten hin oder hier unten hin zu begeben und einfach mal zu gucken, was hier passieren wird. Und dann gehen wir auch in die nächste Runde. So, er hat da oben auch schon seinen Port jetzt gebaut. Ja. Was machst du denn hier? Wo kommst denn du her? Districts have been restored, alles klar. Und du sollst, gehst einmal nach da. Und baust einmal. War das nicht der hier, der das bauen konnte? Campbell the Port District. Workers will be able to build mines. Can build a port district. Ah, das können wir nur hier mitbauen, oder was? Verdammt. Ja, verdammt. Okay. Ja, das war mein Fehler. Dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht eine Mine oder so bauen. Aber hier wahrscheinlich eher nichts. Dann gehen wir nochmal zurück. So, was wollen wir bauen? Wir müssen mal gucken, was wir da unten haben. Ich bin ja immer noch dafür, einen Trade District hier unten. Das ist natürlich nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist natürlich... seht ihr, wir haben noch keinen Energiedistrikt. Den Nexus haben wir noch nicht. Aber können wir die Forschung nochmal ändern? Nee. Wir müssen jetzt wirklich erstmal auf die Forschung abwarten. Aber wir haben hier... ein Warhammer. Oh, 122. Davon bauen wir mal ein. Nächste Runde. So, das sind die Sachen. Der hat was gegen uns, oder? Der Typ hat was gegen uns, glaube ich. Gehört der denn dazu? Eternal Rust Clan Arme? Ja. Also irgendwas hat der Typ gegen uns. Das ist ja unglaublich. Der hat unseren Missionary angegriffen. Also jetzt reicht's aber langsam mal, ey. Diese kleine Armee da unten, die holen wir uns jetzt. Wir gucken mal, ob wir hier hinten rumgehen können. Die ist ja stark genug. Also, das gibt's ja wohl gar nicht, ey. Greift der uns schon wieder an? Ich weiß halt nur nicht, ob es schlau ist, hier unten runter zu laufen.
Also mit ihm jetzt hier unten runter. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, wa? Kann das sein? Ich kann nicht mehr speichern. Das ist natürlich doof. Tja, auch hier für die YouTube-Zuschauer. Ich habe so das Gefühl, das war's. Ich vermute, das liegt daran, dass ich in einem irgendwann in einem ganz bestimmten Punkt hier versucht habe, irgendwas zu ziehen von meinen Amis und er jetzt irgendwo im Rundenübergang festhängt. Ja, schade. Also es gibt definitiv noch ein paar Bugs, die behoben werden müssen. Ich kann leider jetzt auch nicht speichern. Deswegen wird es wahrscheinlich dann auch für diesen Moment die letzte Folge sein. Schade. Aber wir werden uns das Spiel auf jeden Fall nochmal angucken. Denn ich finde es echt cool. Es ist ein 4X-Game mit ganz neuen Ideen, mit frischen Ideen. Einen Unit-Editor, den ihr reinnehmen könnt. Mit einer ganz neuen Idee von diesen Barbaren, die ja überall auftauchen. Humankind, Civilization, die einfach nur lästig sind und irgendwie, wo man sich denkt, weg damit. Und hier machen die echt Sinn und mit den KI-Kriegen, die vorher gewesen sind in der Geschichte und der Vernichtung der Erde. Ihr könnt die Erde terraformen und das macht die Roboter böse und die greifen euch an und die anderen greifen euch auch an und sind auch böse und macht echt Laune, ganz ehrlich. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht und ich hoffe, drücke echt die Daumen, dass das Spiel groß weiterentwickelt wird und ich habe und gerade das Ding nochmal Multiplayer oder so, das wäre, glaube ich, echt geil. Ja, schreibt gerne mal hinterher bei YouTube eure Meinung und das Kommentar. Macht's gut. Natürlich auch liken und abonnieren nicht vergessen.